ist Bayerns bester Neuling. Matthijs de Ligt, der im Juli 2022 von Juventus für bis zu 70 Millionen Euro angeheuert wurde, war nach einigen Monaten Start-up-Zeit inzwischen vollständig im Rekordmeister. Keyspieler de Ligt. Der große Befehl für ihn und die Bayern-Defensive besteht nun darin, die Superstars von Paris Saint-Germain um Kylian Mbappé und Lionel Messi zu stoppen. Aus einer persönlich schwierigen Weltmeisterschaft, bei der Bonds Coach Louis van Gaal ihn größtenteils auf der Bank geschmiert hatte, nahm er Motivation an und nahm viele zusätzliche Schichten auf. Zusätzlich gab es oder die andere Veränderung in Bezug auf Ernährung. Nagelsmann lobt de Ligt, viele Teamkollegen sind auch begeistert von dem Willen zu gewinnen und den Teamgeist, den de Ligt im Training verkörpert. Ich mag dieses Wort nicht. Wir spielen alle zusammen. Es gibt keinen Spieler, der obere Chef ist, sagte er dem TZ.an Real Madrid im Jahr 2021 als neuer Anführer Verteidigung und Sprecher.